Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Brief Edge. Frisch gestärkt sind wir wieder zurück und beziehungsweise frisch gestärkt bin ich wieder zurück. Ich habe jetzt eine tatsächlich längere Aufnahmepause gehabt. Ich entschuldige mich schon mal im Voraus, dass es tatsächlich so war, dass vielleicht eine Folge nicht kam oder zwei, drei Tage oder so oder tralala. Jetzt muss ich mich erstmal ein bisschen reinfinden, denn was war denn? Ach ja, stimmt. Wir hatten hier unsere Lagerkisten. Stimmt. Oh, wie toll. Wie der Reflex einfach hier aus der Vergangenheit hier schon mal so ein bisschen... Ja, hallo. Was ist denn da los? Hat das schon gut vorgearbeitet. Und ich habe ein wenig Musik wieder im Hintergrund laufen. Und wir müssen noch zweimal die Strahlung senken. Ich weiß gar nicht mehr, was wir vorhatten. Was hatten wir denn eigentlich vor? Hatten wir irgendwas hier am Forschungstable vor? Nee, ich glaube, wir hatten soweit erstmal alles geschafft, ne? Gut, den Blaster könnte ich bauen. Ah ja, wir hatten das. Hatten wir nicht das Geld gecraftet? Oder hatten wir das schon fertig? In das Militärmodul. Wir mussten doch... War das nicht, dass wir dieses... Jetzt fällt mir das ein. Wir mussten doch irgendwo... Wo waren das gewesen? Da. Das Bestechungsgeld. Wir brauchen einmal Gummi. Deswegen haben wir Farbe gesammelt. Genau. Gummi. Nehmen wir mit. Wie schön wir das hier so toll sortiert haben. Und wir wollten unbedingt noch einen... Ich meine einen Greifer bauen. Oder haben wir einen Greifer? Wir haben einen Greifer. Ach, ist ja wunderbar, was der Flexi hier in der Vergangenheit hier alles... Es ist ja unfassbar. Ich würde mir mal einmal Bestechungsgeld bauen. Weiß nicht, warum das unter Werkzeuge fällt, aber okay. Und dann werden wir, denke ich mal, in das, ich glaube, Militärmodul gehen. Ich hoffe, wir brauchen einmal. Ich bin mir nicht sicher, wie viel wir da brauchen. Bestechungsgeld. Ich weiß, dass wir auch dort gejagt worden sind bei einer Folge. Das ist jetzt aber schon ewig her, oder? Wie gesagt, für mich ist das jetzt schon ein bisschen her. Für euch vielleicht zwei, drei Tage oder so. Für mich ist es jetzt mittlerweile, glaube ich, zwei Wochen oder so fast. Ich platziere mal eben Farbe nochmal kurz hier. Jetzt weiß ich nicht, wie viel wir brauchen. Was kostet denn der Blaster? Lass mal gucken, was der Blaster kostet zum Forschen. Viermal Titan, viermal Elektronik und viermal veredeltes Metall. Okay. Viermal Titan, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Viermal Elektronik, 1, 2, 3, 4. Viermal Titan hatten wir, glaube ich, auch hier, ne? Genau, 1, 2, 3, 4. Und viermal veredeltes Metall. Ja, das heißt, wir müssen einmal auf Metallreise gehen. Ist nicht so schlimm. Wir haben ja unseren Schaber immer dabei und wir haben sogar den Unendlich-Schaber, ist mir aufgefallen, noch gar nicht wieder benutzt, ne? Achso, im Übrigen, ich nehme das Ganze wieder mit einer bisschen höheren Qualität auf. Leider Gottes Namen, jetzt muss ich mal dazu was sagen. Leider Gottes Namen ist es tatsächlich so, dass ich krieg's nicht besser hin. Ich habe schon probiert, gemacht, getan und so. Ich als kleiner YouTube-Channel, was wollte ich gesagt haben, krieg keine gute Qualität, also keine gute... einen guten Codierer bei YouTube. Das ist so mein Problem. Deswegen sind die Folgen manchmal ja ein bisschen verpixelt, wenn es ein bisschen buntere Farben sind. Hier bei Brief Edge tatsächlich fällt das gar nicht so auf. Das ist das liegt daran, kann ich euch auch so ein bisschen jetzt gerade mal erklären, während wir gerade hier so ein bisschen zugange sind. Ach, einen Bohrer brauchen wir dafür. Haben wir gar nicht. Okay, dann nicht. War eh Elektronik. Kommt, egal. Und zwar liegt das Ganze daran, dass, wenn du ein Video ja bei YouTube hochlädst, geht das ja nochmal bei YouTube in die Verarbeitung. Viele, viele wissen das nicht, also vielleicht du, der das Video gerade guckt oder so, hat sich mit der Thematik vielleicht noch gar nicht auseinandergesetzt, kennt das nur, Video gucken und fertig oder Arschlänger, scheißegal. So, mag ja auch sein, nur vielleicht für die, die es interessiert, erzähle ich es jetzt. Wenn du dich nicht angesprochen fühlst, dann okay, dann nicht. Dann kannst du gerne vielleicht die nächsten 10 Minuten weiterklicken. Nun ist es so, wenn du ein Video aufgenommen hast, begibst du dich damit eigentlich in ein Schneidprogramm. Aber ich brauche das, eigentlich brauche ich das nicht. Denn ich muss die Videos nicht zusammenschneiden, da ich eigentlich immer nach jeder Aufnahme oder nach jeder Folge quasi immer beende und dann eine neue Aufnahme starte. Viele zum Beispiel nehmen in einem Stück auf und schneiden sich das Ganze dann zurecht oder schneiden teilweise sogar Sachen raus. Möchte jetzt hier keinen verurteilen oder sonst irgendwas.
Und klar, man kann es dann noch abrendern, um es dann noch schöner zu machen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, tatsächlich die Aufnahmen, die ich so hier produziere, reichen alle eigentlich völlig aus, sind super top in der Qualität, wenn ich das hier auf meinem Rechner mir angucke. Dann ist das wirklich echt mega. So, das Problem ist aber dann, wenn ich das Ganze dann uploade, ist das wahrscheinlich auch immer noch so. Aber sobald das dann in diese YouTube-Verarbeitung geht, denn YouTube verarbeitet das Video tatsächlich nochmal nachträglich für sich, für ihre Plattform, damit es, ich würde jetzt behaupten, ich bin da auch noch nicht ganz so bewandert, wenn du da ein bisschen mehr Ahnung hast, schreib das gut, ruhig gerne in die Kommentare, aber ich bin der Meinung, das ist, glaube ich, um das ein bisschen zu komprimieren, glaube ich, das Video, damit das nicht, weil man muss überlegen, wie groß diese Plattform ist und jeden Tag werden da zig Milliarden oder Millionen Videos hochgeladen. Und damit es halt nicht so große Datenmengen sind, schätze ich mal, wird das Ganze noch bei denen auf der Plattform dann komprimiert. Und deswegen gibt es da nochmal diese Verarbeitung. So, nun ist es so, dass... oh, wir können den Unendlich-Schaber ausprobieren. Nun ist es... Geil. Und der geht nicht kaputt. Ich werde verrückt. Ich nehme mal hier so eine kleine Sauerstoffflasche. Wo war ich stehen geblieben? Genau, nun ist es ja so, wenn es dann ein kleiner YouTuber ist, so wie ich einer bin, der kein Geld damit verdient, der auch in Anführungsstrichen erstmal gar kein Geld damit verdienen möchte oder will, weil ich das nebenbei noch so ein bisschen mit Twitch ja mache. Und YouTube, das ist einfach das Problem ist, für YouTube habe ich nicht immer so die Zeit, weil ich ja auch nebenbei noch berufstätig bin und tralala. Und weil das dauert ja halt auch alles immer. So, möchte jetzt kein Rumgeheule sein oder sonst was. Ich mache es ja gerne, nur ich möchte mir dafür auch Zeit nehmen und in Ruhe das machen und nicht irgendwie so auf Biegen und Brechen, so ich muss jetzt aufnehmen, auch wenn ich mir manchmal selbst auf die Füße treten muss oder beziehungsweise meine bessere Hälfte immer zu mir sagt, du machst dir selbst immer so ein bisschen Druck und ja, hat sie recht. Weißt du, es ist halt kein Hauptberuf, es ist ein Hobby und so soll es auch bleiben. So, und es ist so, jetzt komme ich da an mit meinem... Das ist aber keine Space-Musik, oder? Warte mal eben. Ich mach mal das hier. Nun ist es so, jetzt komme ich mit meinem popeligen YouTube-Kanal da an. Ach cool, ich sehe ich jetzt erstmal. Da ist ja Walker Texas Ranger auf unseren Schaber. Wie cool ist das denn, Alter? Das ist ja mega. Nun ist so, komme ich mit meinem popeligen YouTube-Kanal da an, der kein Geld auf diese Plattform verdient und keine Einnahmen bringt, auch für YouTube und so, dann ist es ja kein Wunder, dass ich dann quasi eine schlechtere Verarbeitung bekomme meiner Videos. Ist doch vollkommen legitim, verstehe ich auch, bin ich ganz bei YouTube. Nur ich finde es halt schade, weißt du, du möchtest ja auch der liebenden, guckenden Community, die du hast, auch gerne ein bisschen Qualität liefern. Und wenn ich dann sehe, was manchmal da an Pixelbrei bei mir dann zu sehen ist, denke ich mir auch so, scheiße, wofür machst du das Ganze? Weißt du, wie ich meine? So, dann eigentlich kann ich es auch lassen, weil bei mir auf dem Rechner sehen die Videos top aus, aber wenn ich sie hochgeladen habe, sehen sie aus wie ein Schluck Wasser in eine Kurve. So ungefähr, kann man sagen. So, und da denke ich mir dann auch so, ja, wofür? Aber trotzdem mache ich es, weil es mir halt Spaß macht und ich hoffe, ihr habt da ein Nachsehen. Ich werde trotzdem noch mal ein bisschen rumprobieren, rummachen. Das Thema wird mich wahrscheinlich noch ein bisschen begleiten. Ich habe jetzt auch gehört, man soll es auf 2K rendern. Bei mir funktioniert das irgendwie alles gar nicht. Ich habe schon alles ausprobiert. Ihr könnt gerne ein paar Tipps reinschreiben in die Kommentare, falls ihr welche habt. Irgendwie will das bei mir nicht machen oder keine Ahnung, oder möchte nicht. Ich weiß es nicht. Und ja, also... Ah, das reicht am Metall. Ich glaube, wir düsen jetzt erstmal zurück. Setz dich doch dahin. Und, ja. Deswegen, würde ich hin und wieder mal ein bisschen rumwerkeln, rumexperimentieren. Habt jetzt erstmal ein bisschen Nachsehen mit den Videos. Wenn die vielleicht von der Qualität jetzt nicht so toll sind, zwischendurch, wenn schnelle Bewegungen sind oder so, wenn ich jetzt... dann kann es sein, zum Beispiel bei Fabled Woods ist es mir sehr, sehr aufgefallen. Und bei Chernobyl Light, da ist es auch sehr, sehr extrem. Aber was wollte ich denn gesagt haben? Ja, deswegen, bitte habt ein Nachsehen, habt Verständnis dafür, wenn du dich angesprochen fühlst und sagst so, nee, hast du nicht, dann, ja, dann du nicht, ne?
Und ja, und warum das hier tatsächlich nicht so ist, falls du dich jetzt fragst, ja, aber hier ist doch kaum was. Das liegt daran, weil hier die Farben halt so dunkel sind. Das ist, hier ist eher so Blautöne, Schwarz, Grau. Weißt du, alles so dunkel, bisschen dunkleres Rot und so. Da fällt das nicht so extrem auf, aber bei so kräftigen Farben, wo viel bunt ist und so, da wird es sehr, sehr schnell matschig. Da kommt der Codec dann nicht hinterher, weil du halt die schlechte Verarbeitung hast. Und deswegen wird es dann teilweise krisselig. Und, gut. Aber wie gesagt, nichtsdestotrotz, wo will ich denn hin? Warte mal, wir haben noch eine eigene Base. Ich will schon wieder in die alte. Ich düse vollkommen falsch. Entschuldigung. Wir haben noch hier unsere neue Base. Unsere Klotz-Base, wenn ich das mal so sagen darf. Entschuldigung. Nein, aber wie gesagt, ich hoffe, ihr habt da ein wenig Verständnis und ja, Hauptsache mein Texas Ranger ist mit dabei. Voll geil. So, ich hoffe, ihr habt da... Jetzt muss ich nochmal kurz auf die Aufnahme gucken, ob ihr überhaupt aufgenommen habt. Sonst muss ich jetzt alles... Nein, was ist das denn? Was ist das denn? Warum hier... Nein! Kann ich das... Wie kriege ich das hier wieder hin, dass das hier... Kann ich das auch nehmen? Ich zerlege das einfach jetzt wieder. Ich lege die Koffer jetzt einfach hin, ist mir egal. Irgendwie funktioniert das nicht mit dem Drauflegen. Naja, egal. Veredeltes Metall. Viermal, ne? Machen wir das doch mal. Da. Das kriegen wir hin. Viermal Titan, viermal Elektronik, viermal veredeltes Metall. Machen wir jetzt mal eben auf die Schnelle. Und dann würde ich sagen, bauen wir uns mal eben diesen Blaster. Oder beziehungsweise wir müssen den ja erstmal erforschen und dann können wir den bauen. Dazu brauchen wir ja dann auch wieder Materialien. Ach, das ist immer so ein Hin und Her und naja, gucken wir mal. So. Naja. Ja, wie cool das ist. So, Blaster. 10 Minuten! 10 Minuten! Was machen wir denn so lange? Ich würde sagen, das Metall lege ich jetzt erstmal ab, ne? Am besten hier in der Ecke. Und dann würde ich einmal schnell zum Dings reisen. Also hier zum, wo wir das Geld brauchen. Obwohl, nee, da werden wir angegriffen. Deswegen wollen wir den Schaber bauen eigentlich. Das ist natürlich nicht so toll. Sollen wir noch ein paar Ressourcen sammeln? Wisst ihr was? Ich sammle noch ein paar Ressourcen. Kann ich? Ja, das ist jetzt natürlich toll, dass man die nicht einfach umplatzieren kann. Warte mal. Ich räume mal ein bisschen auf. Dann schon einmal... Ach, da liegt noch Metall. Guck mal. Wir hatten noch eine Metallecke. Toll. Und ich schmeiße hier einfach alles in die Ecke. Oder in die falsche Ecke, besser gesagt. So, hier ist die Gummiecke, dann ist die Metallecke jetzt da hinten. Ist mir egal. Ist mir egal. Ist mir egal. So, weg damit. Weg damit. So, zack. Okay. Gut, pass auf. Dann gehe ich ein bisschen... Na. Da ist noch. Ich sehe es. Gummi. So. Dann gehen wir noch ein bisschen Ressourcen sammeln. Währenddessen da der Forschungstable arbeitet, würde ich sagen, gehen wir noch ein bisschen Ressourcen sammeln. Wir haben hier noch ein bisschen, zum Beispiel Wasser können wir noch mitnehmen. Und die ganzen hier Nahrung und so ist ja auch wichtig, ne? Dürfen wir natürlich nicht vergessen. Ist ganz, ganz wichtig. Also ist ein Bohrer, wollten wir auch mal gucken. Guck mal, da ist sogar noch Kabel. Können wir auch nochmal mitnehmen. Haben wir den schon geöffnet hier? Der ist doch schon offen, ne, oder? Geöffneter Sarg, ja. Vielleicht nochmal gucken, ob wir noch andere Ressourcen. Bohrer weiß ich jetzt gar nicht mehr, was wir dafür nochmal brauchten. Müssen wir mal schauen. Da ist noch ein bisschen Nahrung. Schwupps. Nahrungsglibber. Da ist noch ein bisschen Titan. Gehen wir mal hier rüber. Hier ist noch, da hinten ist auch noch ein Sarg. Ich weiß gar nicht, ob wir den schon hatten. Komm her, mein Freund Titan. Aber ich finde es echt cool, dass dieser Unendlich-Schaber wirklich unendlich funktioniert, hält und funktioniert und passt. Also, dass er wirklich halt anstatt 999, ich dachte, jetzt kommt da unten an der mittleren Anzeige 998, 997 oder so. Aber der hält wirklich unendlich, ne? Es ist halt unglaublich. Haben wir den schon offen? Geöffneter Sarg, ja. Da war der Flexi aus der Zukunft schon gewesen, nur hier nicht. Das heißt, wir müssen da noch ein bisschen... Steaks haben wir ja übrigens auch noch. Da müssen wir noch ein bisschen, ein paar Särge demnächst öffnen, die wir noch nicht geöffnet haben, denn ich weiß, dass wir noch welche hatten,
Komm, hier sind auch noch so viele Ressourcen. Da bin ich jetzt einfach mal so frei und mach das mal. Ist jetzt vielleicht nicht so spannend. Hätte ich mir vielleicht aufheben müssen für, Oh, hallo. Wo sind die Sachen hin? Nein, ich bin aber so schnell. Da ist eine Glühbirne. Kabel. Ja, was wollte ich gesagt haben? Weiß ich gar nicht mehr. Ach so, ja, wegen die Videos, genau. Habe ich, glaube ich, alles soweit gesagt. Und ja, vielen, vielen Dank nochmal für die Leute, die wirklich sich interessieren hier für Brief Edge und sich die Videos hier angucken. Vielen herzlichen Dank. Ich weiß, sorry, dass das keine Folge jetzt kam und so. Tut mir echt leid. Aber habt ein Nachsehen. Ich versuche, auf dem Stand zu bleiben und ja, jeden zweiten Tag um 20 Uhr eine rauszuhauen. Und parallel dann halt, ja, Tschernobyl aktuell. Da muss ich auch noch ein bisschen weiterspielen aufnehmen. Mal gucken, wann ich das mache. Ich glaube nicht, dass ich das heute mache. So. Na. Gut, dann würde ich sagen, nehme ich das Zitat noch mit. Ich meine, das waren jetzt, glaube ich, keine 10 Minuten. Ich weiß noch nicht, ob wir das in der Folge schaffen. Da ist der Sarg. War hier noch irgendwo Kabel? Oh. Sauerstoff ist nicht unbegrenzt. Man sollte drauf hören, was der Anzug einsagt. Bin echt gespannt, was wir sonst noch... Ah, guck mal hier, Kabel. Gespannt, was wir noch erleben werden hier bei Brief Edge. Und ich bin immer noch sehr überrascht, dass wir immer noch dran sind und dass ich nicht die Hoffnung aufgegeben habe, sondern dass wir wirklich noch spielen und ich habe schon gedacht, na, ob ich da Spaß dran habe und so, das ist ja auch immer so eine Sache. Aber dieses Spiel hat mich damals im Stream schon so umgehauen. Erstens vom Humor her und zweitens einfach, weil, ja, weil ich ja so ein großer Weltraumfan auch bin. Greifer benötigt, haben wir doch. Wie im Inventar? Was? Wie kann das denn sein? Ah, Salz. Okay. Nee, weil ich auch ein großer Weltraumfan bin. Ich mag diese Materie, so Weltraum, unendliche Weiten und so. Und ich würde gerne mal in den Weltraum fliegen, wenn das möglich wäre. Das wäre echt ein Traum. Und ja. Schwerelos durchs Weltall. So, jetzt mal gucken. Wo haben wir denn was? Nein, hier nicht. Ist hier irgendwas? Ja, das können wir hier einlagern. Salz. Können wir ein bisschen was hier beipacken, ne? Was ist das eigentlich hier? Ach, Alkali. Das waren unsere Anzüge, ne? Auf jeden Fall müssen wir mal gucken, dass wir irgendwie so peu à peu mal... Boah, so viel Titan, Alter. Ja, hier Nahrungskette. Ich würde mal so ein Steak hier verknusern. Warte mal, da ist ein ganzes Steak, ne? Kann ich da... Komme ich da dran an das Steak? Uah, Hilfe. Da ist ein ganzes Steak gewesen. Was ist das hier? Ist das Aluminium? Ach, da sind die Aluminium-Sachen, wo ich nicht drankomme, ne? Stimmt, da war ja was. Ich esse mal so ein Steak. So. Können wir uns gleich mal was zu trinken bauen. Oder obwohl, da ist noch eine Flasche, ne? Ich hau mir die mal in den Balch. Und die am besten auch hier. Dann sind wir erstmal gesättigt. So, dann packe ich mal eben hier Salz und so auch dahin. Die ganzen, Essenssachen und so, Eis und... Diese spannende Musik, ne? Ich mag die irgendwie. Synthetischer Dünger, kann auch mit dahin. So. Metall haben wir hier. Gut. Kabel. Hatten wir, glaube ich, auch einen Platz für, ne? Hier, die Rind... Fleischdinger, Scheibenteile, da, keine Ahnung. Glühbirnen haben wir auch. Hab ich gerade gesehen, daneben sind noch Glühbirnen, neben dem Kabel. Die könnten, diese kleinen Teile, ne? Theoretischerweise wäre es besser, wenn wir die kleinen Teile wie die Scheren, weil die sind mir ja schon durch den Boden gefallen. Was ist das denn hier? Kondom? Kondom. Zweimal Kondom. Wenn wir die am besten in den Koffer packen, bevor wir die wieder irgendwie... Bevor wir die wieder in den Dings reinfallen. Gummi hatten wir... Da. So. Dann würde ich sagen, gehe ich mal eben gucken,
was der Forschungstisch macht. Ah, gleich fertig, guck mal an. Ja, was wollte ich gesagt haben? Dann werden wir das doch noch die Folge schaffen. Was haben wir denn hier? Was ist das denn hier? Ach, Stoff, ne? Nee, UFO? Ach, Ripleys Bericht. Ach so, das sind irgendwelche Dokumente. Was können wir denn noch einlagern? Gerade überlegen. Weil wir ja noch so viel Platz haben. Zumindest hier. Hier vielleicht noch ein bisschen Kabel oder so ein Gedöns und Farbe. Nehmen wir das Kabel mit. Ich würde gerne noch so einen Koffer bauen. Ich weiß gar nicht mehr, was wir dafür brauchen. Müssen wir gleich mal gucken. Da haben wir noch einen... Genau, wir wollten Titan gleich sammeln. Oder beziehungsweise... Ich guck mal eben, was kostet so ein Koffer nochmal. Nein, bist du verrückt? Auf zu schlagen. Wo war der Koffer? Da. 4-mal veredeltes Metall. Und für veredeltes Metall brauchen wir wie viel Metall? Das war richtig teuer, ne? 4-mal. Oha. Ich würde mal eben warten, bis wir den Dings jetzt fertig haben. Den Phaser, der ist jetzt gleich fertig. Denn, dann können wir den nämlich jetzt gleich, quasi erstmal herstellen, weil der wird bestimmt auch Metall brauchen. Wahrscheinlich auch veredeltes Metall oder so. Na komm, 30 Sekunden. Kriegen wir hin. Ich trinke mal heimlich eben schnell was. So. Ah, lecker. Gut. Na, veredeltes Metall, Gummi wird der bestimmt brauchen. Ach, da steht sogar schon. 4-mal Titan. Oder? Ah, nee, das war das für die Forschung. Jetzt gucken wir mal, was er braucht. Bin echt gespannt. Juhu! So, Ausrüstung, Werkzeuge. Aluminium, Elektronik, 2-mal veredeltes Metall und Lycoplasma. Haben wir alles. 2-mal veredeltes Metall, also brauchen wir 8-mal Metall. 4, 5, 6, 7, 8. Einmal Aluminium. Einmal Lycoplasma. Das ist das hier. Ach, hier sind auch Scherenden. Guck mal. Oder habe ich die da reingetan? Warte mal, bin ich jetzt doof? Ach, die habe ich hier reingetan, ne? Ach ja, mit den Glühbirnen, stimmt. Was war denn das noch gewesen? Jetzt habe ich schon wieder die Hälfte vergessen. Ist doch keine 5 Minuten mehr, mein Kopf. 2-mal veredeltes Metall. Achso, müssen wir erst bauen, ne? Entschuldigung. 2-mal veredeltes Metall. Und dann gucken wir nochmal eben bei Ausrüstung und Werkzeuge. Und Elektronik. Ja, ich komme. Einmal Elektronik. Müssen wir auch wieder bald sammeln. So. Dann craften wir mal eben den Blaster. Ein echter Kampfblaster, der Piu-Piu machen kann. Es ist in der Tat eine ziemlich ernste Waffe. Damals veränderte er die Erfindung des Funktionsprinzips des Strahlenblasters, des Kraftverhältnisses in der Welt und ermöglichte es, den Raum zu monopolisieren. Ah ja. So, den packe ich mir direkt auf 4. Oder? Obwohl, nee, komm, auf 1. Den kann ich erstmal hier lassen. Lass mal gucken, was brauchen wir für einen Bohrer? Veredeltes Metall, Batterie, dickes Isolierband. Haben wir auch. 4-mal, ne? 1, 2, 3, 4. Hallo? Ich mach mal eben veredeltes Metall. Ich würde mir nämlich gerne nochmal einen Bohrer bauen. Bohrer, Bohrer. Ressourcen. So. Dann dickes Isolierband. Was war das jetzt noch? Dickes Isolierband, veredeltes Metall und... ich vergesse das immer. Ich sollte mir das mal irgendwie aufschreiben oder so. Werkzeuge... Ach, Batterie. Die war... War die hier? Huch, mein Telefon. Entschuldigung. So, Batterie. Okay, weil Bohrer brauchen wir ja für die Elektronik. Dann können wir demnächst hier oben am Dach mal eben alles wegputzen. Dann würde ich den Bohrer vielleicht mal mitnehmen. Auf 4. So. Wir hatten ja so ein Werkzeuglager, ne? Wo war denn das nochmal? War das hier? Hier war das, glaube ich, ne? Ach, guck mal an. Dann kann ich hier mal eben den Abroller liegen lassen. Der nimmt nur Platz weg. So, lassen wir nochmal eben schnell, bevor wir jetzt losdüsen. Gucken wegen die Elektronik. Wo waren das alle überall gewesen? Hier.
Die 4. Nehmen wir doch mal die 4. Man kriegt immer nur einmal Elektronik. Das ist echt mager, muss man sagen. War ich hier schon? Nein. Aber dafür hält der Bohrer dann aber auch eine gewisse Zeit. So, hier war ich klar anscheinend auch noch nicht. So, das Kabel nehmen wir auch noch mit. Gut, dann haben wir aber wenigstens schon mal ein bisschen Ressourcen. Wir wollten ja sowieso, hier war irgendwo, glaube ich, noch... war das... Was war das nochmal? Erz? Nee, nee. Harz. Harz war das. Harz aber herzlich hatten wir irgendwo gefunden. Konnten wir nicht abbauen, weil uns was fehlte. Was war das nochmal? Ah ja, Inventar war voll, ne? Ich glaube, die Folge werden wir, glaube ich, mit Ressourcen einfach... Oh, guck mal, hier kriegen wir noch mehr Gummi her, wenn wir eine Schere hätten. Genau hier. Nein, auf für 3. Ist nochmal Elektronik irgendwo? Hier war irgendwo Elektronik. Da sehe ich doch Elektronik. Ich glaube, die Folge werden wir den Blaster nicht ausprobieren. Seid mir nicht böse. Werden wir, glaube ich, in der nächsten Folge machen. Aber darum seid ihr dann umso gespannter, was wir erwarten werden. Oder was uns erwartet im Militärmodul. Denn ich glaube, das wird sehr, sehr interessant. So, ist hier noch irgendwo Elektronik, was ich noch nicht hatte? Ich glaube, hier war noch irgendwas, ne? Und ich sollte, bevor wir losdüsen, dann in der nächsten Folge dann auch nochmal vielleicht nochmal eine Sauerstoffbatterie bauen. Moment, das nehme ich auch noch mit, wenn wir einmal hier sind. Dann gehen wir diese Folge so ein bisschen auf Ressourcenjagd. Ist ja nicht schlimm, kann ja nicht verkehrt sein, mal ein bisschen Ressourcen zu sammeln. Stehen hier Schuhe? Okay. Was ist das hier? Extrahieren Plastik? Ach so. Da ist noch ein bisschen Metall. Elektronik wollte ich schon sagen. Jetzt sammle ich schon wieder ganz andere Sachen, als ich eigentlich wollte, ne? Ich wollte doch Elektronik gesammelt haben. Einfach, weil wir es jetzt können. Komm mit. So. Ja gut. Voll die Technomucke hier, Alter. Woo! Yeah. So, meine Freunde. Wir sagen, mit dieser spacigen Musik werde ich mich in meine Koje verkrümeln, die ich noch nicht habe. Ich weiß gar nicht, wo wir schlafen. Schlafen wir eigentlich auf dem Fußboden oder wie ist das? Naja. Gut, Freunde. Ich würde sagen, wie wir den hier nutzen, das sehen wir in einer weiteren Folge Brief Edge. Und das dürft ihr auf keinen Fall verpassen. Wir haben 60 Strom damit. Sieht man unten am Bildschirmrand. Ja, und dann sehen wir uns hier wieder in meinem kleinen Kabüffchen. Und dann gehen wir mal Richtung Militärmodul. Also, macht's gut. Bis dann. Ciao.